Der Tele-Basel-Report wird Ihnen präsentiert vom UPC Cablecom Shop Basel. Basler Rigas. Früher sind hier Huren, Süffer und Obdachlose daheim. Jetzt soll aus dem ehemaligen Unort der Place to Be vom Kleinbasel werden. Geplant ist ein Ausgangsboulevard mit Innenlokal für Künstler und Intellektuelle. Eine Chance für das Basler Kulturleben. Dieser Mann will der Rigas ein neues Gesicht verpassen. Der Tino Grattigo, Urkleinbasler, alt SP Grossroth und Gründer vom Kulturfloss auf dem Rhein. Und der Boulevard der kommt dort an, wo ehemals Parkplätze waren, also hier. Ich zeige es schnell. Also so. Also nicht mehr als 2 Meter, das ist natürlich wichtig. Dann sitze ich hier, das ist unglaublich gemütlich, und schaue auf die Lastwagen vis-à-vis. Im Moment rüsten sich die Beizen und die Anwohner für einen neuen Boulevard. Sie investieren Hunderttausende von Franken. Plan sind unter anderem eine Wohnwagenbar und ein kleiner Dorfplatz. Trotz der vielen Ideen haben die Zähne zu oben mit Beiz oder Boulevard Raum. Grund: das kantonale Lärmschutzgesetz. Das Boulevardverbot am Zähne bringt die Gastronomen auch wirtschaftlich ins Zittern. Ich stelle mir jetzt vor, ich würde hier als Tourist in die Stadt kommen und würde es hier toll geniessen in einem mediterranen Ambiente und würde am 10 Uhr weggeschickt. Ich glaube, das wäre nicht ganz das, was ich mir vorstelle. So gesehen, also würde ich es sehr begrüßen, wenn man das ausdehnen könnte. Trotz dem Lichterlöschen am 10 Uhr, ab dem Samstag stuhlen die ersten Beizen raus und servieren es mit auf der Rigas. Grenzwert am Anfang der Rigas. Wie viele andere Gastrobetriebe rüstet die Bar für den neuen Boulevard auf. Cecil Grieder und ihr Team zügeln ein paar Meter weiter runter in Schwarze Bären. Kalle! Salut! Im Gegensatz zur alten Lokalität kann das Grenzwert hier rausstuhlen, wenn die Bar im Juni aufmacht. Also eben, wir stehen hier vor dem Schwarzen Bären, wo dann das Grenzwert wird. Hier ist der Jonas. Auch schon im Grenzwert dabei. Hier haben wir den Lars, auch im Grenzwert dabei. Also wir sind eigentlich das dritte Kernteam. Da sind noch 2 andere dabei, die sind jetzt nicht da. Dann wird das unser Boulevard, fällt dann hier an, wenn dann der Velostreifen wird versetzt. So Gott will. Dann gehen wir hier, haben wir dann hier den Tisch. Und dann gehen die Tisch hier ins Schofsgässchen um die Ecke. Das Grenzwert steht für einen Umbruch in der Rigas. Die Gastronomen sind am Um- und Ausbauen. In Eigenleistung ist das Grenzwertteam der Bären seit dem Februar am Renovieren. Kostenpunkt 150'000 Franken. Also hier haben wir den Hauptraum. Hier wird die Bar reinkommen. Hier ist ein Podest, dass man näher, da können wir dann das Sofa, dass man näher bei den Fenstern ist, dass man auf die Strasse sieht, dass man nicht so weit unten sitzt. Das ist ein Holzboden aus der Gründerzeit, ein Tafelparkett. Hier gibt es dann auch so eine Lounge mit Sofatisch. Da haben wir eigentlich die gleiche Tapete, wie wir im Grenzwert schon haben mitgenommen, dass wir hier ein bisschen den Wiedererkennungseffekt haben. Dann haben wir hier den Dario am Tisch streichen, für draussen dann. Salut! Grüezi wohl! Schön streichen. Schau, da hast du noch, da hast du noch vergessen. Ja, yeah. Ja. Was? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Der Boulevard ist für die Beizen auch wirtschaftlich interessant. Weil das Grenzwert am alten Ort nicht rausstuhlen konnte, ist die Bar im Sommer schlecht besucht gewesen. Der neue Boulevard bedeutet für die Beizen also mehr Gäste, mehr Arbeitsplätze und mehr Umsatz.
wenn man raus kann, ist es immer positiv. Jetzt, in letzter Zeit nehmen die Leute draußen sein, sobald es warm ist, will man raus sitzen. Früher ist jetzt ein Restaurant, ist man auch noch reingehen essen, so vor 15 Jahren. Und jetzt immer mehr, wenn man nicht raus kann, dann kann man zumachen im Sommer. Das ist so. Auf der anderen Strassenseite steht der schmale Wurf. Auch hier laufen die Vorbereitungen für einen Rheingassen-Boulevard. Die Inhaber Robert Schröder und Michele Parisi suchen gerade Stil und Bank für einen Boulevard aus. Und da wir hier eigentlich nur die Breite vom Parkfeld, sprich 2 Meter sind es, glaube ich, ziemlich exakt haben, sind wir eigentlich für jeden Zentimeter froh, wo der Tisch ein bisschen schlanker wird. Dann haben wir ein bisschen mehr Spatzig. Das, was die Chefin hier gerade bestellen, steht in ein paar Wochen in der Rheingasse. So, mit unserer Terrasse stellen wir uns das jetzt folgendermaßen vor. Wir haben hier die 2 Hotelvorfahrten, die jetzt leider noch nicht so gut sichtbar sind, weil da noch Autos stehen, was ja dann irgendwann mal nicht mehr der Fall ist. Und dann stellen wir da, wo jetzt das silberne Auto steht, einen 3 Meter langen Tisch hin, wo 6 Leute Platz finden auf 2 Bänken und 6 Stühlen. Das Gleiche wird dann stattfinden da vorne, wo jetzt das rote Auto steht. Da werden wir auch einen 3 Meter Tisch haben. Und zwischendrin wird es kleine quadratische Tische geben mit bunten Stühlen. Was bedeutet denn der Boulevard auch für euch wirtschaftlich? Wirtschaftlich bedeutet das sicherlich, dass wir die mit einer Stühle Umsatz generieren können. Und wir hoffen natürlich, dass das in einem erfreulichen Maß Anklang findet, sodass die Sache auch rechnerisch attraktiv ist. Wobei, eine Prognose zu machen, ist da ganz schwierig, weil auch da sind wir immer ganz stark vom Wetter abhängig. Schöner Sommer heißt sicherlich ein erfreulicher Umsatz mit viel Arbeit. Aber ja, die Rechnung macht man am Ende vom Jahr. Seit Anfang Jahr ist Rheingasse autofrei. Für den schmalen Wurf bedeutet das ein wirtschaftliches Minus. Ein Boulevard, der das Geschäft wieder ankurbeln kann, sei darum nötig, sagt der Robert Schröder. Klar, es gibt viele, die früher mit dem Auto gekommen sind und hin und wieder ein paar kurz vor Mittag und dann einfach über den Mittag geblieben sind. Das ist jetzt nicht mehr möglich, weil sie ja vor Mittag um 11 Uhr die Straße verlassen müssen. Das ist ein Klientel, was uns wegfällt. Ich habe hier gerade ein lebendes Beispiel. Carlo Colombini, unser Zigarettenlieferant. Was ist denn das für eine finanzielle Einbuße für Sie? Ja, das kann man jetzt zahlenmäßig im Detail schwer festmachen, weil wir haben ja verschiedene Faktoren, die jetzt momentan seit Januar erschwerend sich auf unseren Umsatz auswirken. Generell haben wir seit Januar im Schnitt ca. 15% weniger Umsatz pro Monat. Was aber sicherlich nicht nur daran liegt, dass die Innenstadt verkehrsfrei ist, sondern eben auch am starken Franken oder am schlechten Wetter. Es gibt verschiedene Gründe für das. Das ist der Mann hinter der Idee Rheingasse Boulevard. Der Tino Grattiger, Alt-SP-Grossrot, Urklein-Basler und Gründer vom Konzertfloss im Fluss. Der 54-Jährige ist die treibende Kraft hinter dem Projekt. Meine Vision von der Rheingasse ist eine lebendige Rheingasse, eine Begegnung zwischen den Menschen, mit den Menschen. Ich sehe hier 12 bis 13 Gastrobetriebe, ein Boulevard, wo man anhöckeln kann und von Tisch zu Tisch laufen und gute Menschen kennenlernen. Mit der Vision von Tino Grattiger geht es nicht nur ums Aussenstuhlen. Für ihn braucht es auch bauliche Massnahmen. Die Mauer vor dem Arbeitsamt soll im Rheingassen-Dorfplatz zum Opfer fallen. Und dass das eigentlich das Zentrum wird in der Rheingasse, wo man sich trifft. Letzten Samstag haben wir damit experimentiert, wir hatten einen Blumenmarkt. Und tatsächlich sind die Anwohner wirklich alle hier unten gewesen, haben miteinander geschwätzt, haben Blumentöpfe gefüllt, haben etwas getrunken, etwas gegessen. Und wenn die Mauer vielleicht der einst wirklich einmal weg wäre, dann haben wir hinten dran, wie ich gesagt habe, das wunderbare Arbeitsamt. Und wir haben einen Dorfbrunnen, der genau in der Mitte vorgelagert ist. Und wir haben drumherum sehr viel Platz, wo wir können sitzen und uns treffen und miteinander schwätzen. Und er soll den Platz bewirtschaften. Der Miguel Engewald, bekannt vom Varieté Vulcanelli. Der Bündner will eine Wohnwagenbar auf den Platz stellen und die Leute rund um den Brunnen bedienen, wie im Film La Strada von Federico Fellini. Es ist ein klitzekleiner, 3-metriger, wie schon gesagt, 40-jähriger alter Wohnwagen. Sollte ungefähr so aussehen. Einfach ein Barwagen, aus dem dann hier die Gäste ihre Getränke und die wenigen Snacks, die ich dann anbieten werde, hier an dieser Bar, können erstehen.
Für die Wohnwagenbar gibt es noch keine Bewilligung. Die soll aber in den nächsten Wochen eintreffen. Ein Dorfplatz in der Rigas. Das ist nicht der einzige Grund, der für einen Abriss von der Mur spricht. Der Eingriff soll die Rigas zur Utegas öffnen und das ganze Areal zugänglicher machen. Ich glaube, es ist für eine Entwicklung von einer Strasse sehr wichtig, dass man sie erreicht, und zwar aus verschiedenen Möglichkeiten. Sonst erreichen wir sie nämlich nur von der Griffengasse oder vom Lindenberg. Und das ist zu wenig, wenn man will, dass sich eine Bewegung und eine Fluktuation in einer Strasse erreicht. Ein neuer Platz und Beizen, die rausstuhlen. Mit diesem Konzept sind auch die Anwohner einverstanden. Seit letzten Wochen ist klar, kein Anwohner hat gegen die Boulevardisierung von der Rigas Einspruch erhoben. Ein Boulevard steht also nicht mehr im Weg. Ich finde die Idee grundsätzlich sehr gut. Jetzt, wo in der Strasse ja verkehrsfrei ist, ist es der richtige Moment, dass auch die Wirtschaften, die Beizen hier in der Rigas rausstühlen können. Auch die Leute, die vielen Leute, die hier durchlaufen, Touristen, auch können das nutzen. Das finde ich sogar gut, dass man darf jetzt rausstuhlen, dass das Restaurant wieder ein bisschen mehr belebt werden. Weil es ist eigentlich tot, seit das Rauchen nicht mehr darf im Lokal rauchen, oder? Einerseits macht es ein bisschen Spass, man kann draußen hocken. Andererseits es wird dann einfach alles Leute durch. Und vermutlich auch ein bisschen dreckiger, weil mehr Leute da oben sind und Zigaretten alles rausschmeißen. Als niemand Einspruch eingereicht hat, ist auch Verdienst von der IG Rigas. Ein Gefäß, das sich Bewohner und Gewerbler über den Wandel von ihrer Gasse haben können austauschen konnten. Ich bin am Treffen zwei grosse Flipcharts aufgestellt. Das macht man heute so. Auf dem einen sind Visionen und Wünsche, auf dem anderen Sorgen und Ängste. Und es war bezeichnend, dass die mit den Visionen und Wünschen brechend voll waren. Und Sorgen und Ängste, die man an einer Hand abzählen konnte. Und wenn man so ein Zusammenspiel kriegt, dann ist das, glaube ich, der Sinn des Lebens. Das ist der Sinn von dort, wo man wohnt und ist, dass man zusammen etwas bewirkt. Bewilligungen einholen, Leute überzeugen und sich mit dem Gesetz umschlagen. Der Tino Krattiger hat viel Fronarbeit für den Boulevard geleistet. Er ist hier aufgewachsen, wohnt hier und will sich darum für die Zukunft der Gasse engagieren. Ich habe die Vision, dass es hier eine andere Form von Gastronomie gibt als am Rheinweg unten. Am Rheinweg unten ist das grosse Defilé, das ist Tourismus, das ist sich zeigen. Aber ich glaube, das sind vor allem Leute, die hier wohnen und arbeiten, die sich hier treffen. Und das Dörfliche oder das Kompetenzzentrum, so als Arbeitstitel, das ist meine Vision. Und wenn sich das erfüllt, dann glaube ich, haben wir eine hohe Qualität in einer Strasse erreicht. Es gibt aber noch einen Punkt, wo die neue Entwicklung bremst. Die kantonale Lärmschutzverordnung. Wegen ihr mit Beizen unter der Woche am 10 Uhr und am Wochenende am 11 Uhr reinstuhlen. Die Rigas ist in der sogenannten Lärmzone 2. Hier darf man bis am 10 Uhr draussen servieren. Die Betriebe, die auf der anderen Strassenseite an die Rigas grenzen, sind in der Lärmzone 3. Hier ist eigentlich eine Aussenwirtschaft bis am 12 Uhr erlaubt. Weil die Beizen in der Zone 3, aber die Nachbarn in der Zone 2 könnten stören, muss auch die Zone 3 am 10 Uhr reinräumen. Und jetzt kommt das Paradoxe. Das, obwohl auch die Beizen in der Zone 2 dank einer Sonderbewilligung auch bis am 12 Uhr dürfen rausstuhlen. Wir im neuen Boulevard in der Rigas müssen am 10 Uhr oben aufhören, damit wir die nicht stören, die in der Zone 2 eine Sonderbewilligung haben bis um 12 Uhr Nacht. Macht das für Sie Sinn? Muss ich das beantworten? Das ist Unsinn. Also wir haben ja keinen Mut haben. Das Problem ist auch Thema im Parlament. Die SP Grossrötin Kerstin Wenk fordert mit der Motion längere und einheitliche Öffnungszeiten. Sie sind sicher, dass die Motion überwiesen wird. Jetzt wird die Motion zuerst überwiesen, dann kommt die Antwort von der Regierung, dann müssen wir schauen, was das heisst. Und ich denke, dann von der Motion her sollte dann nächstes Jahr klar sein, wie lange wir rausstuhlen dürfen. Kerstin Wenk will, dass die Beizen unter der Woche bis um 12 Uhr und am Wochenende bis um 1 Uhr rausstuhlen dürfen. Für die Beizen sei das ein Must. Ich kann mich ja nicht die Leute zwingen, am 10 Uhr, sie müssen jetzt heim. Aber wie es aussieht, der Sommer wird es nicht so laufen. Ich weiss es nicht. Ja, wahrscheinlich wird es so laufen.
Dann sitzen sie dann vielleicht halt einfach auf der Straße. Ist ja dann autofrei. Ist ja allmählich, da kann man sie ja nicht wegschieben. Es ist sicherlich sinnvoll, dass die gleichen Öffnungszeiten für alle Restaurants gelten. Wie das jetzt definiert und festgelegt wird, ist nicht meine Aufgabe. Und das müssen sicherlich Menschen, die dafür zuständig und letztlich auch verantwortlich sind, entscheiden. Längere Öffnungszeiten. Das verlangt auch der Gabriel Varell, Direktor vom Basler Gewerbeverband, der die Motion Wenk unterstützt. Also im Moment, wenn ich hier so umschaue, ist es eine Schlafstadt oder eine Schlafstrasse. Und wir sind jetzt zuversichtlich nach dem Entscheid von heute Morgen, dass es in die richtige Richtung geht. Und wie gesagt, jetzt, wenn wir von den Behörden und von der Regierung klare Schritte, um zu zeigen, sie sind Ermöglicher. Für Gabriel Varell ist die Rheingasse nur ein Anfang. Er fordert eine gesamtstädtische Anpassung der Lärmschutzzone. Ja, es ist absolut zentral, dass die ganze Stadt eine Attraktivitätssteigerung erfährt. Und darum plädieren wir natürlich nachdrücklich dafür, so eine Zone über mindestens den Innenstadtperimeter, wenn nicht auch den erweiterten Innenstadtperimeter auszudehnen. Der Gabriel Varell hat in den letzten Monaten den Basler Baudirektor Hans-Peter Wessels kritisiert. Das Gewerbe verlangt von der Politik und der Regierung, dass sie die Voraussetzungen für eine attraktive, autofreie Innenstadt garantieren. Im Punkt Lärmschutz sind der Hans-Peter Wessels und der Gabriel Varell gleichgesinnt. Es ist ja zum Glück auch eine Motion im Grossen Rat hängig, die die Liberalisierung vorschlägt. Die Regierung hat die entgegengenommen. Und selbstverständlich bin ich der Meinung, muss man hier auf eine Verlängerung der Öffnungszeiten herarbeiten. Was man aber natürlich muss aufpassen, man darf das Futter nicht überladen, weil sonst gibt es wieder Einsprachen und Leute, die sich gestört fühlen. Die Liberalisierung der Öffnungszeiten wird also auch vom SP-Baudirektor Wessels unterstützt. Der Regierungsrat kennt Trigas, er hat über 20 Jahre hier gewohnt. Vor 20 Jahren war das so ein Ort, wo ja, man eher assoziiert hat mit Drogenhandel, mit Prostitution und solchen Sachen. Wobei es schon da hat es andere natürlich tolle Sachen gegeben, der Rheingasse. Es ist sehr ein lebhafter Ort und das wird natürlich bleiben. Damit es in der Rheingasse ein Boulevard gibt, braucht es auch bauliche Massnahmen, sagt der Hans-Peter Wessels. Der Grosse Rat hat ja vor kurzem das sogenannte Gestaltungskonzept in der Stadt gut geheissen. Und das bedeutet jetzt für die Rheingasse, dass wir die Trottoir hier wir können entfernen auf der anderen Seite und das quasi ebenerdig machen und neu pflastern, die Rheingasse. Und das unterstützt natürlich auch die neue Nutzung. Das wird dann auch die Boulevardgastronomie natürlich zusätzlich unterstützen. Das Baudepartement zeigt sich laut dem Tino Kratiko schon fast zu kooperativ. Seit Jahren stehen Hans-Peter Wessels und das Verkehrskonzept Innenstadt in der Kritik. Das Gewerbe flucht seit Anfang an über die Lieferzeiten. Mit dem Boulevard will der Kanton das umstrittene Verkehrskonzept in ein positives Licht rücken. Ich denke sicher, es gibt eine Parade und ein Prunkstück. Jetzt müssen sie einfach Erfolg haben. Sie müssen ihnen mal zeigen, dass wenigstens eine Strasse noch besser ist, als sie vorher war. Und uns nützt, also helfen wir sehr gerne mit. Ich denke, da geht es auch um politischen Wahlkampf. Es geht auch darum zu zeigen, dass man mit dem Verkehrsregime durchaus noch etwas Sinnvolles machen kann. Wahlgeplänkel gibt es immer. Und wenn es dazu führt, dass es eine Verbesserung bringt, dann ist das ja gut. Und ich glaube, der Wähler ist clever genug, dass er eine ganze Periode einschätzen kann oder auch mehrere Perioden. Das überlassen wir dem Wähler. Wahlkampf oder Profilierung vom Konzept verkehrsfrei Innenstadt. Der Hans-Peter Wessels weist die Vorwürfe zurück. Erstens, das Baudepartement steht immer in der Kritik, auch ich, das gehört dazu. Wir haben hunderte von Projekten, aber es geht ja nicht um das. Sondern es geht darum, dass sich die Stadt positiv weiterentwickelt, dass die Leute Freude haben, in der Stadt zu leben. Und das ist ein Beispiel von Dutzenden, die es gibt. Ich hoffe, es kommt gut, aber ich meine, wir machen das nicht aus propagandistischen Gründen, sondern weil das unser Job ist, den Leuten zu dienen und versuchen, die Stadt so weiterzuentwickeln, dass es den Leuten möglichst gut gefällt. In einem Punkt sind sich Politiker, Ideologen, Beizer und Gewerbler aber einig. Aus der Rheingasse soll es keine neue Partymeile wie die Steiner Vorstadt auf der anderen Seite des Rheins geben. Ich will jetzt die Steiner Vorstadt nicht beleidigen, aber dort, ist ja, also, dort sind ja eher die, die vom, jetzt blöd gesagt, am Wochenende vom Land, ein bisschen die Aargau, die Laufertaler, die dort verkehren. Und
Und hier ist das überhaupt nicht so. Da sind schon eher die Leute, die in der Nähe wohnen, Kleinbasler hauptsächlich. Die ersten kleinen Projekte, die wir jetzt gemacht haben, haben recht, das wird nicht so werden. Da kommen die Leute, die hier wohnen, auf die Strasse haben. Und das ist ein riesen Unterschied zu einer Steiner Vorstadt. Das wird nicht eine Vergnügungsmeile werden, sondern das wird das Dorfzentrum von Kleinbasler geben, im besten Fall. Man spürt die mittelalterliche Struktur da viel, viel stärker. Das soll auch durch die neue Gestaltung unterstützt werden. Von dem her, ich glaube, es gibt einen tollen Begegnungsort in Kleinbasler, aber sicher nicht gleich wie die Steiner Vorstadt. Die Rheingasse war einmal die wichtigste Handelsstrasse des Kleinbasel. Auch Huren und Süffer haben in der Vergangenheit hier ein Heim gefunden. Jetzt steht sie also vor einem weiteren Wandel, ganz im Zeichen der Geschichte. Der Telebasel-Report ist Ihnen präsentiert worden vom UPC Cablecom Shop Basel.